Traust du dich, in die schaurige Welt der Toten aufzubrechen? In eine Welt, in der die Verstorbenen so lebendig wirken, dass es dir den Atem raubt? Heute zeigen wir dir die 8 spektakulärsten Mumienfunde aller Zeiten. Diese Jahrtausende alten Leichname sind so perfekt konserviert, dass wir fürchten, sie würden jeden Moment erwachen und mit ihren toten, kalten Händen über uns herfallen. Während manche Mumien sogar noch Blut in ihrem Körper haben, steht eines fest: Sie werden dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Xinzui. Als die Mediziner in den frühen 70ern eine Obduktion an einer Leiche durchführten, stockte ihnen der Atem. So waren die Gelenke und die Haut des Körpers beweglich und elastisch, die inneren Organe präsentierten sich in einem ausgezeichneten Zustand und in den Adern befand sich immer noch Blut. Insgesamt wirkte es so, als sei die Verstorbene erst vor kurzem aus dem Leben geschieden. In Wahrheit lag der Tod der chinesischen Adeligen Xinzui aber schon über 2000 Jahre zurück. Aufgrund des verblüffenden Erhaltungsgrades zählt diese Mumie zu den am besten erhaltenen Mumien der Welt. Nachdem die Grabkammern der sogenannten Lady von Dai im Jahr 1971 wiederentdeckt worden war, machten sich die Experten sogleich an die Arbeit, die Lebens- und Todesumstände der Adeligen aus der Han-Dynastie zu rekonstruieren. Als Xinzui um das Jahr 160 vor Christus verstarb, brachte sie bei einer Größe von 1,54 Meter rund 75 Kilogramm auf die Waage. Und dabei waren es eben jenes Übergewicht und die schlechte Ernährung, die das Schicksal der Chinesen besiegelten. Aus der Obduktion ging hervor, dass ihre Herzkranzgefäße stark verengt waren. Des Weiteren entdeckten die Forscher Gallensteine und Bandwürmer in ihrem Körper. Ein Bandscheibenvorfall hatte wiederum dazu geführt, dass Xinzui in ihrer Bewegung stark eingeschränkt war. Kurz bevor sie im Alter von etwa 50 Jahren starb, hatte sie noch einmal schwer verdauliche Kost zu sich genommen. Infolgedessen löste sich ein Gallenstein, welcher im Gallengang stecken blieb und höllische Schmerzen auslöste. Das ohnehin schon kranke Herz konnte dieser enormen Belastung nicht länger standhalten, sodass Xinzui für alle Zeiten die Augen schloss. Anschließend wurde die Adelige mit allen erdenklichen Ehren beigesetzt. In einem Grab, das die Form einer umgedrehten Pyramide hat, zur letzten Ruhe gebettet, konnte sich Xinzui bei ihrer Reise ins Jenseits nicht über zu wenig Wegzehrung beklagen. Mehr als 2/3 der 1000 Grabbeigaben dienten ihrer Bewirtung. Dass der Körper dem nagenden Zahn der Zeit widerstand, ist wohl den viel lackierten Särgen und der Holzverkleidung zu verdanken, in die der Leichnam damals gelegt wurde. Zudem identifizierten die Experten im innersten Sarg eine unbekannte Flüssigkeit, die der Verwesung ebenfalls entgegengewirkt haben dürfte. Toll und Mann. Augenlider, Stirnfalten und Bartstoppeln. Wer einen Blick auf das perfekt erhaltene Gesicht des Tollundmannes wirft, könnte meinen, dass er gerade nur ein kurzes Nickerchen hält. Die Realität zeichnet jedoch ein etwas anderes Bild. Im Jahr 1950 im Hochmoor in Dänemark entdeckt, ergaben die Radiokarbon-Datierungen, dass er bereits zwischen den Jahren 405 und 308 vor Christus aus dem Leben geschieden ist. Sehr wahrscheinlich haben wir es hier mit einem Menschenopfer zu tun, das im Rahmen einer spirituellen Zeremonie getötet wurde. Dafür spricht neben dem Mageninhalt, der sich aus 40 verschiedenen, teils seltenen Pflanzensamen zusammensetzt, auch die Schlinge, die der Tollundmann noch immer um seinen Hals trägt. Dass er damals gehängt wurde, steht also außer Frage. Und da er nach seinem Tod in einer friedlichen Schlafposition ins Moor gebettet wurde, ist es unwahrscheinlich, dass er Feinden zum Opfer fiel. Womöglich wurde er getötet, um den Göttern für den Torf zu danken oder sie um den Anbruch des Frühlings zu bitten. Rosalia Lombardo. Rosalia Lombardo wurde nicht mal 2 Jahre alt. So erlag das italienische Mädchen 2 Wochen vor seinem 2. Geburtstag der spanischen Grippe. Allerdings wirkt der Leichnam des Kindes, der seither in der Kapuzinergruft von Palermo ruht, keineswegs so, als wäre Rosalia schon vor über 100 Jahren gestorben. Dass das Mädchen heute zu den besterhaltenen Mumien der Welt zählt, ist einerseits einem speziellen Mikroklima zu verdanken, das in der Gruft vorherrscht. Andererseits beauftragte Rosalias Vater Mario den Chemiker Alfredo Safalia, den Körper seiner geliebten Tochter zu konservieren. Eine Aufgabe, welche der Einbalsamierungsspezialist mit Bravour meisterte. Das makellose Gesicht der Kleinen wirkt so, als würde sie friedlich schlafen. Die Kinder von Yuyayako. Es ist der 16. März 1999, als ein Archäologenteam um Johann Reinhardt am Gipfel des Yuyayako eine grausige Entdeckung verzeichnet. So wagen die Forscher an dem Vulkan, der an der Grenze zwischen Argentinien und Chile liegt, 3 leblose Kinderkörper. Bald darauf stand fest, dass die Kleinen während eines heiligen Inka-Rituals starben, welches um das Jahr 1500 abgehalten wurde. Nachdem die Kinder berauschende Substanzen wie Alkohol und Koka erhalten hatten, wurden sie in eine kleine, 1,50 Meter tiefe Kammer gelegt und dem Tod überlassen. Seit ihrer Entdeckung sind die Mumien als La Donchella, La Niña del Rayo und El Niño bekannt.
La Donchella, oder auch als das Mädchen von Yuya Yako bekannt, war zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 15 Jahre alt. Sie hatte kunstvoll geflochtene Haare und trug mit Federn verzierten Kopfschmuck. Historiker vermuten, dass sie zu Lebzeiten eine Akia war. Diese sogenannten Sonnenjungfrauen wurden im Alter von 10 Jahren auserwählt und geweiht, um fortan mit anderen Frauen und Mädchen zusammenzuleben, die königlichen Ehefrauen, Priesterinnen oder menschliche Opfergaben werden sollten. Die Opferungen verfolgten das Ziel, die Götter milde zu stimmen und dem Volk Gesundheit, günstiges Wetter und reichhaltige Ernten zu bescheren. Während La Donchella augenscheinlich friedlich einschlief, durchlebte El Niño einen qualvollen Todeskampf. Der etwa 7 Jahre alte Junge war das einzige der drei Kinder, das gefesselt wurde, was zu einigen Rippenbrüchen und einem ausgerenkten Becken führte. Da Erbrochenes und Blut auf seiner Kleidung gefunden wurden, starb er offenbar unter hohem Stress. John Torrington. Als Heizer der Royal Navy nahm John Torrington im Jahr 1845 an der berühmt-berüchtigten Franklin-Expedition teil. Diese Forschungsmission hatte das Ziel, die ominöse Nordwestpassage zu suchen, einen Seeweg, der die Umschiffung Nordamerikas ermöglichen sollte. Doch genau wie seine übrigen 128 Kameraden sollte auch John nie wieder nach Hause zurückkehren. Er starb als Erster und wurde nach seinem Tod am 1. Januar 1846 auf Beechey Island begraben. Im Jahr 1984 veranlasste der forensische Anthropologe Owen Beatty dann die Exhumierung des Leichnams, um die genaue Todesursache zu klären. Bald darauf bot sich dem Forscher aber ein äußerst verstörender Anblick. In Johns Gesicht hatte sich ein groteskes Grinsen eingebrannt. Die schaurigen Bilder des Körpers, der von der eisigen Tundra konserviert wurde, gingen fortan um die Welt und dienten unter anderem als Inspiration für den Iron Maiden-Song Stranger in a Strange Land. Abseits der popkulturellen Wellen, die Johns Leiche schlug, fanden die Wissenschaftler heraus, dass er einer Lungenentzündung erlag, die durch eine Bleivergiftung verschlimmert worden war. Dashidosho Itigelo. Folgt man den Aussagen seiner Anhänger, so starb Dashidosho Itigelo im Jahr 1927 im Lotussitz. Zuvor hatte das Oberhaupt der Buddhisten der Autonomen Republik Goryatien veranlasst, auch in eben jener Körperhaltung bestattet zu werden. Zudem verfügte er in seinem Testament, dass sein Leichnam im Abstand mehrerer Jahre exhumiert werden soll. Gesagt, getan. Als die Betrachter Itigelos Körper in den Jahren 1955 und 1973 in Augenschein nahmen, stellten sie verblüfft fest, dass er keinerlei Anzeichen von Verwesung zeigte. Ein Umstand, der auch im September 2002 nach wie vor Bestand hatte. So kam die offizielle Untersuchung zu dem Schluss, dass sich der Körper in dem Zustand eines Menschen befindet, der erst vor 36 Stunden gestorben ist. Während die Haut und die Gelenke nach wie vor elastisch und sämtliche Muskeln und Organe vorhanden waren, war sogar das Blut in den Adern noch immer flüssig. Was es mit den wahren Hintergründen des beeindruckenden Konservierungszustandes auf sich hat, ist jedoch unklar. Zwar wurde Itigelos Leichnam mit Salz bedeckt und in einem Sarg aus Zedernholz bestattet, allerdings gilt es wahrscheinlich, dass noch weitere Faktoren in die Mumifikation hineinspielen. Da die buddhistischen Mönche weiterhin Analysen kategorisch ablehnen, bleibt der ausgezeichnete Zustand weiterhin ein Rätsel. Rai. Zu ihren Lebzeiten widmete sich Rai einer ganz besonderen Aufgabe. Sie kümmerte sich als Amme um die altägyptische Königstochter Amose Nefertari. Viele hundert Jahre später, als das Zeitalter der Pharaonen längst verblasst war, sollte ihr Leichnam dann in einem illegalen Mumienversteck wiederentdeckt werden. Im Jahr 1909 wissenschaftlich untersucht, stellte der Ägyptologe Grafton Elliot Smith fest, dass wir es hier mit einem der bemerkenswertesten Beispiele der ägyptischen Einbalsamierungskunst zu tun haben. Des Weiteren wissen wir, dass die 1,50 Meter große Rai zum Zeitpunkt ihres Todes 30 bis 40 Jahre alt war und zudem unter Arteriosklerose litt. Heute wird die Mumie im Ägyptischen Museum in Kairo aufbewahrt. Elmer McCurdy. Fast 60 Jahre lang ging Elmer McCurdy auf große Fahrt. Er besuchte zahllose Ausstellungen und schillernde Jahrmärkte und spielte sogar in der TV-Show Der 6-Millionen-Dollar-Mann mit. Das einzige Problem: Er war während seiner Abenteuer schon längst nicht mehr am Leben. Die Geschichte dieses Leichnams ist so bizarr und verstörend, dass wir hier wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln können. Aber der Reihe nach. Im Laufe seiner kriminellen Karriere nahm Elmer an einigen Zug- und Banküberfällen teil. Nach einem missglückten Streifzug wurde er am 7. Oktober 1911 im Alter von 31 Jahren erschossen. Anschließend wurde die Leiche zu einem Bestatter in Pawhuska, Oklahoma, gebracht. Doch da sich kein Angehöriger des Toten bei ihm meldete, entschied er sich dazu, aus dem Körper ein makabres Ausstellungsstück zu machen. Eine Mumifizierung mithilfe einer arsenhaltigen Lösung später zierte Elmer die folgenden 5 Jahre das Wohnzimmer des Bestatters. Großzügig wie er war, gestattete er es vielen Schaulustigen, die Leiche für den Preis von 5 Cent aus nächster Nähe zu bestaunen.
Dabei entwickelte sich auch ein eigentümlicher Kult, bei dem die Besucher Münzen in den Mund des Toten steckten. 1916 standen dann endlich Elmers Angehörige auf der Matte, um die Herausgabe des Leichnams zu fordern. Mit der nicht ganz unwesentlichen Einschränkung, dass dies in Wahrheit gar nicht seine Verwandten waren, sondern hinterlistige Schausteller, welche Elmer im Rahmen einer Ausstellung präsentieren wollten. Was dann folgte, war eine fast 60-jährige Odyssee, die den konservierten Körper auf unzählige Shows, Jahrmärkte, Kinos und Museen führte. Das schier Unglaubliche: In den 60er Jahren hatte man einfach vergessen, dass es sich dabei um einen echten Menschen handelte. Der Leichnam wurde so häufig und gedankenlos herumgereicht, dass er irgendwann für eine gewöhnliche Schaufensterpuppe gehalten wurde. Erst als ein Mitglied einer Filmcrew der Puppe im Jahr 1967 versehentlich einen Arm abbrach und menschliche Knochen zum Vorschein kamen, sollte die wahre Identität des Ausstellungsstücks rekonstruiert werden. Während der medizinischen Untersuchung fand der Gutachter eine Münze und ein Museumsticket im Mund der Leiche, welches dabei half, den Toten zu identifizieren. Am 22. April 1977 wurde Elmer dann schließlich doch bestattet. Damit sich die bizarre Geschichte nicht wiederholt, wurde sein Sarg sicherheitshalber mit einer dicken Betonschicht versiegelt. Und jetzt interessiert uns eure Meinung. Welche Mumie hat euch mit ihrer Geschichte am meisten in ihren Bann gezogen? Wir sind auf eure Kommentare gespannt. Drückt sehr gerne auf den Like- und den Abo-Button, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.